support air quality ratio below standard operating levels. Atmospheric containment flush recommended. Alles klar, so. Motherfucker. So, mal wieder geschafft. Was für ein Krampf, Mann. Was für ein Krampf. Kümmern wir uns jetzt mal um Darts Techniker, würde ich sagen. Aber schön, dass es so frei war, sich persönlich zu zeigen. Und wir haben ihn bewusstlos geknüppelt. Das ist auch ganz schön. Aber die Stun-Gun behalte ich jetzt mal noch. Da mir jetzt eh die EMP-Ladungen ausgegangen sind. Oh. Ich bin heute ziemlich am Arsch. Oh. Kalt ist es auch. Du musst bald im September schon überlegen, ob du die Heizung anwirfst. Ich habe eine ganze Bude die Fenster zugemacht. Ich habe die Katze wieder gefunden, die sich im Wohnzimmer versteckt hatte. Und ich habe Schuhe angezogen. Und ich habe nichts verpasst. Diese Ladezeiten, Mann. Und diese dämliche Self-Destruct-Key, die da so rumhängt. Und nachdem wir den Techniker ausgeschaltet haben, machen wir noch einen kleinen Umweg und schauen mal, was Mr. Dahl so in seinem... Kann ich hier drin speichern? Oh, fuck off, nicht schon wieder, Mann. Hallo, speichern. Was, wir schauen zuerst, was da in seinem Cargo-Dingens hatte. In der Hoffnung, dass der Albtraum dann despawnt. Weil den kann ich gerade so gar nicht brauchen. Der pfuscht mir gerade voll in die Parade rein. Ist das noch? Immerhin haben wir einen davon umgebracht. Dann wissen wir zumindest, dass das geht. Aber ich hau dem doch jetzt nicht einen Haufen Munition um die Ohren. Das ist ja Unsinn. Vor allen Dingen, wenn da noch Weber drin rumschwirren und Phantoms, Mimics und militärische Bots. Aber zumindest die Militärbots werden wir jetzt dann gleich los. Denn nachdem der Techniker ausgeschaltet ist, müssten die auch theoretisch auch wieder verschwinden. Hoffe ich. Und dann kommen wir wieder zu unserem Dilemma. Alle retten oder alle umbringen. So, nochmal so eine Hoffnung, die ich habe, ist, wenn wir jetzt Dahl als Shuttle-Pilot haben. Denn deswegen haben wir ihn ja ausgenockt.
dass wir dann die ganzen Überlebenden an Bord des Shuttles schleifen können, die mit da losschicken können Richtung Erde. Und mit Michaela, die ja die Beweise hat für die Menschenversuche, die hier oben durchgeführt wurden. Und dann die ganze Station in die Luft jagen. Die haben ja sogar noch die Aufzeichnung, dass William Yu die Säuberung von Talos angeordnet hat. Mit bei sich dann. Also die kriegen die auf jeden Fall an die Eier. Das ist ja so mein persönliches Lieblingsende. Aber ich befürchte, dass das ist uns nicht vergönnt. Life signs are stable. We are prepping him in the neuromod division now. Come as soon as you can. Are you fucking kidding me? Ich dachte, das wäre gelaufen, Mann. Nochmal zwei Neuromods. Hallo Katze. Da haben wir 6, sparen wir hoch auf 8 Neuromods und gönnen uns dann nochmal Hacking Nummer 4 und dann sollte laufen. Apropos laufen. Da geht's raus. Wir schalten jetzt aber trotzdem zuerst den Techniker aus, bevor wir runter zu Igwe gehen. Weil ich hoffe ja, dass die Militärbots dann verschwinden. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Bewegungsspielraum. Dann sind es wieder in Anführungsstrichen nur Typhons, mit denen wir uns rumschlagen müssen. Und das muss ja jetzt auch nicht sein. Aber doch, das muss sein, weil die Militärbots, die Typhons sind ätzend, gebe ich zu. Aber wir kommen zumindest. Entschuldigung, ich muss meine Katze leider mal wieder disziplinieren. Tu es einfach. Schnapp dir hier den Mic-Ausgang, ich brauche ihn eh nicht mehr. Ich kaufe einen neuen Kopfhörer. Ja, bitte, bitte. Ich hab dich lieb, Katze. Du bist mir wichtiger als diese Kopfhörer. Das ist der Ausgang hier. Der Ausgang, den ich eh nicht gebrauchen werde. Ja, genau so ist das Spiel damit. Spiel damit. Spiel damit. Zerstöre ihn. Töte ihn. Ich kann es gar nicht glauben, dass es jetzt damit spielen lässt. Wenn die Maus hier wegtun, damit das die Leiste nicht dauernd stört. Ich hab dich lieb, Chili. Ja. Alles gut, Maus. Alles gut. Ich frage mich immer noch, was es über mich als Menschen aussagt, dass ich meine Katze Maus nenne. Als Kosenamen. Ich müsste sie mit dem Geklimper im Hintergrund ein bisschen leben. Ah, nicht den. Das ist tatsächlich noch ein wichtiger. Hallo, selbst das ist Self-Destruct Key. Er ist noch da, verdammt. Good evening, Talos. Dinner is served in the cafeteria from Fuck, ich bin wieder eins zu früh. 8 Abgebogen. Motherfucker. Katze! Entschuldigung, meine kleine Zerstörerin hat wieder zugeschlagen.
Oh, it's your fucking nightmare. Your nightmare comes to life. Whoop. Das spielt gar nichts. Bam. Durch. Tiki, was tust du denn da unten? Hm? Du musst nicht erschrecken, ist alles gut. Neuromods have revolutionized human learning, but they are only available to the world's elite. Und das war irgendwie absehbar, oder? Dass das passieren würde. Dass die Superreichen jetzt auch super schlau werden. Beziehungsweise sich jede Fähigkeit aneignen können, die sie möchten. Eben mit diesen Neuromods. Und kein Schwein sonst, weil niemand sonst es sich leisten kann. Wir entwickeln ja nicht wirklich eine bessere Menschheit. Wir machen die Schere zwischen Arm und Reich nur noch größer. Gemoddete, ultra-superreiche, intelligente Menschen gegen, naja, die Arbeiterklasse, denen der Zugang zu den Neuromods eben verwehrt bleibt. Oder, dass die Technologie dann reverse-engineert wird, dass die zerlegt werden, die Neuromods. Und dass irgendwelche skrupellosen Pharmakonzerne oder andere Individuen mit fragwürdigen moralischen Einstellungen, nicht dass Transtar keine moralisch fragwürdigen Entscheidungen treffen würde, die Neuromods nehmen und eigene entwickeln, günstigere, mit höheren Risiken und die dann an Menschen verschachern, die sie sich anderweitig nicht leisten können. Sehr fix. What the fuck, wo ist der Typ schon wieder? Bin ich richtig? Ich bin schon richtig, oder? Psychotronics. Und bist du, Kollege? Es ist Zeit für eine Schocktherapie. Oh oh. Huh, alles klar. Digga, ich hätte schwören können, du bist hier. Du hast es schon wieder getan, Katze. Jetzt ist gut. Komm, dann müssen wir das hier anders machen. Das müssen wir umbauen. So, Hallöchen, jetzt muss ich hier wieder ein bisschen umbauen, da die Zerstörerin ansonsten uns demnächst unser sündhaft teures Streaming-Mic kaputt macht. Aber das ist auch nicht schlecht, denn so kommen wir uns wieder ein bisschen näher.
Nicht, dass wir den Bezug zueinander verlieren, das wäre traurig. Unser Freund, Mr. Security, ist allerdings nicht hier. Apprehending Dr. Gallagos. At the end of the second shift, as per Alex, you direct orders, you are to escort Dr. Gallagos to the security office in the main lobby. Da hat aber jemand keinen Bock mehr auf ihn. Behind the Iron Curtain. Also, the relationship between the USSR and the United States had warmed up in the past few decades. There was little doubt that vestiges of the Iron Curtain still hung icily between the two countries. Indeed, more than a century since its inception, Vladimir Lenin's communist vision still found itself alive and well within the soft expanded boundaries of Mother Russia. But with each new Soviet annexation, the USSR began to find that the public outcry no longer came from just the Americans, but from amongst its own citizens. The Mensheviks, as they came to be known, opposed to the aggressive Soviet expansion doctrine. While at first a minority, the Menshevik movement continued to grow rapidly. Events would ultimately culminate following the Soviet Indian intervention within the outbreak of civil unrest led by the Mensheviks and the beginning of the Second Purge. Ja, es ist nicht unbedingt was Neues, dass die Russen hart am Durchgreifen sind in jeder Zeitlinie offensichtlich. Boop. Munition. Kriege ich den Typen über die Sicherheitskonsole zu fassen? Ich weiß halt nichts über den Techniker. Ich sollte zumindest in der richtigen Abteilung gucken. Ach doch, da war ich. Psychotronics hat schon gepasst. Er müsste der Einzige sein, der am Leben ist. Naja. Ah, fuck. Au. Fuck off, da war er doch. Da ist er doch. Ist das hier in Kelstrups Büro eingeschlossen? Das wäre doch mal amüsant. What the fuck, Alter? Shit.
Oh, Frau Gallegos. Die Frau mit dem Gewissen, die die ursprüngliche Datei angefertigt hat. Ja, sie war die Frau, die das Gewissen entwickelt hat, was die Menschenversuche anging, an Bord von Terra One. Sie hat es nicht rausgeschafft, aber ihre Forschung wird, also sag ich, ihr Beweis wird es zur Erde schaffen. Michaela kriegt das schon irgendwie hin. Remember your mission. I'm an idiot. Ist jetzt auch nicht sonderlich irgendwas Neues bei. Fuck. Na komm. Keine Ahnung, wo die Strahlung herkommt. Wir wären direkt über ihm. Also er muss unten sein.